Also herzlich willkommen zum Vortrag mit dem Thema Ferdinand von Schirachs Terror, eine straf- und verfassungsrechtliche Belastungsprobe. Ich freue mich, dass Sie sich zahlreich zu einem Thema entschieden haben, heute Abend zu kommen, was sicherlich nicht so zu den ganz leicht verdaulichen Themen gehört. Das ist ein Thema, dem man sich aktuell widmen kann, weil es einen aktuellen Aufhänger hat. Die Fragen, die wir verfassungs- und strafrechtlicher Art uns heute gemeinsam anschauen werden, haben zwar den Aufhänger Terror, sind aber doch so übergeordneter Natur, dass sie auch losgelöst von dem Thema Terror eine stets aktuelle und gegenwärtige Dimension haben. Ich finde, es ist ein Thema, was an die Grundlagen des Gemeinwesens geht. Und jeder Bürger sollte eigentlich eine eigene Meinung zu diesem Thema haben. So, beginnen wir mit der Frage, ist das eigentlich ein abstraktes Thema? Oder wie aktuell ist die Fragestellung eigentlich, dass ein Flugzeug über den deutschen Luftraum fliegt und aus welchen Gründen auch immer die Flugsicherheit davon ausgeht, dieses Flugzeug ist vielleicht von Terroristen gekapert und wird als Waffe eingesetzt, zum Beispiel, um in ein Atomkraftwerk zu fliegen. Und diese Frage ist bei weitem nicht so abstrakt und fern, wie wir vielleicht glauben. Ich habe Ihnen hier mal Spiegel Online von vor gut einem Monat mitgebracht. Das haben vielleicht gar nicht alle mitbekommen. Wir hatten einen solchen Renegade-Fall. Renegade nennt man eben, wenn die Fliegerstaffel der Bundeswehr den Alarm bekommt, es gibt ein Flugzeug im deutschen Luftraum, wo die Vermutung besteht, dass sie nicht antwortet, weil Terroristen dieses Flugzeug gekapert haben. Und es wurden 5 Atomkraftwerke daraufhin evakuiert. Und erst nachdem sie evakuiert wurden, stellte sich raus, Fehlalarm. Kommen wir zum Sachverhalt. Und da habe ich Ihnen einfach einen kleinen Film mitgebracht, der das ganz schön veranschaulichen soll. Ein vollbesetztes Passagierflugzeug. An Bord ein Terrorist, der droht, die Maschine in ein Fußballstadion mit 70.000 Menschen zu stürzen. Ein Bomberpilot, der die Entscheidung trifft, die Maschine abzuschießen. Hat er 164 Menschen auf dem Gewissen oder 70.000 Menschen gerettet? Ferdinand von Schirachs Justizdrama Terror wagt sich an einen schwierigen Konflikt. Der Pilot, ein Held oder ein Mörder? Lars Koch hat abgewogen, das Leben von 164 unschuldigen Menschen gegen das Leben von 70.000 unschuldigen Menschen. Und er hat die richtige Entscheidung gefällt. Jeder, der noch einigermaßen bei Verstand ist, kann, muss und wird das einsehen. Denn kein Prinzip der Welt kann wichtiger sein, als 70.000 Menschen zu retten. Punkt. Die Vorlage. Der Bundestag hatte 2005 das Luftsicherheitsgesetz verabschiedet, das es dem Staat erlaubt, ein entführtes Passagierflugzeug abzuschießen, wenn es das Leben anderer Menschen bedroht. Der finale Abschuss sollte allerdings die Ultima Ratio sein. 2006 kassiert das Bundesverfassungsgericht das Gesetz. Der Abschuss eines Flugzeuges sei nicht vereinbar mit dem Recht auf Leben und der Unantastbarkeit der Menschenwürde. Der Staat als Mittel zur Rettung anderer Menschen benutzen. Die Verfassung stellt also die Würde des Menschen über alles. In seinem Film hinterfragt Schirach, ob das auch in Zeiten des Terrors gelten muss. Der Autor hat dazu eine eindeutige Position. Die Würde des Menschen, das ist kein Spielball. Ja? Wir können nicht damit rummachen und sagen, in manchen Fällen gilt es, in anderen Fällen nicht. Nein, es gilt immer. Im Film stellt der Pilot jedoch in einer Notlage Moral über das Recht, rechtfertigt sein Handeln als Kampf gegen Terroristen. Sie werden immer Unschuldige benutzen. Sobald sie das tun, kann der Staat sich nicht mehr verteidigen. Wir sind den Terroristen ausgeliefert. Der Staat streckt die Waffen. Wir haben aufgegeben. Wir alle glauben ja immer, dass unsere Moral funktioniert und dass wir das Richtige denken und dass wir die richtigen Dinge tun, weil wir es so gelernt haben, weil es in uns ist und so weiter. Und das Stück zeigt uns, dass unsere Moral aber vollkommen schwankt, je nach Situation. Und man verändert nur ein bisschen und man kann nicht mehr sagen, was richtig ist und was falsch.
Wenn man Moral über Recht stellt, ist der Willkür also Tür und Tor geöffnet. Das will Schirach in seiner Parabel zeigen. Es bleibt jedoch ein Dilemma. Wir brauchen etwas Verlässlicheres. Etwas, woran wir uns immer halten können. Etwas, was uns Klarheit im Chaos verschafft. Eine Richtschnur, die auch in schwierigsten Situationen gilt. Wir brauchen Prinzipien. Und diese Prinzipien haben wir bereits. Wir haben sie uns selbst gegeben, es ist unsere Verfassung. Jeder Einzelfall muss nach unserer Verfassung geprüft und entschieden werden. Nicht nach unserer Moral, nicht nach unserem Gewissen und auch nicht nach irgendeiner anderen höheren Macht. Recht und Moral sind streng voneinander zu trennen. Das ist das Wesen des Rechtsstaats. Wir wollen uns jetzt mit der verfassungsrechtlichen Frage beschäftigen, ob der Staat durch Gesetze, durch Befehle oder durch Rechtsprechung es erlauben, gestatten darf, dass ein Flugzeug, in dem Passagiere, Flugbesatzung und Terroristen sitzen, abgeschossen werden darf, um anderes Menschenleben zu retten. Wir beginnen mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes, mit dem Anfang unseres Grundgesetzes, und da steht drin, die Menschenwürde ist unantastbar. Der allererste Satz unserer Verfassung. Und sagt danach, sie zu achten, zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Es ist recht bemerkenswert, dass die deutsche Verfassung damit beginnt. Es ist nicht selbstverständlich, denn andere Verfassungen, auch westlicher Rechtsstaaten, beginnen ganz anders. Welche Belange, Aspekte strömen ein in die Menschenwürde und haben auch den Gesetzgeber des Grundgesetzes beeinflusst bei der Ausgestaltung der Menschenwürde. Habe ich Ihnen hier mal ein paar mitgebracht. Philosophie, Humanismus, Naturrecht, Ethik, Theologie. Es gibt noch viele mehr. Ich habe Ihnen mal zwei herausgenommen, die ganz schön zusammenpassen und auch zu der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts hinführen. Das ist einmal Immanuel Kant, der in seiner Ethik sagt, der Mensch hat einen Zweck an sich und er darf nicht zum Mittel der Zweckerfüllung eines anderen werden. Das ist ein Gedanke aus der Aufklärung, der auch darüber, über Kant hinaus, seine Ausprägung auch gefunden hat in der Erkenntnis der Aufklärung, dass der Einzelne in der Aufklärung aus seiner Unmündigkeit heraus befreit wurde und zu einem eigenen Subjekt erhoben wurde. Welche Bezugspunkte kann man in der Rechtsprechung und auch in der Literatur zur Menschenwürde finden? Das kann man grob clustern in fünf Aspekte, wovon uns hier der zweite beschäftigen wird. Und zwar ist neben der menschlichen Identität, der Intimität, dem Kern der menschlichen Selbstbestimmung und dem Existenzminimum vor allem wichtig in der Rechtsprechung, dass die Menschenwürde eine körperliche und seelische Integrität offenbart. Und zwar der Präsident des Bundesverfassungsgerichts zu Zeiten des Urteils war Herr Papier. Und es schadet nicht, Herrn Papier, seine Biografie sich genauer anzuschauen, um zu durchleuchten, welche Bedeutung die Menschenwürde in der Zeit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hatte. Und Herr Papier ist sicherlich einer der letzten Vertreter im Bundesverfassungsgericht, die man als Kriegsgeneration bezeichnen kann. Er wurde 1943 geboren. Und er hat die Gewaltherrschaft des Naziregimes und den Zweiten Weltkrieg in Teilen miterlebt und auch die Phase danach. Er ist aufgewachsen im isolierten und von der Roten Armee bedrohten West-Berlin. Das prägt sicherlich auch. Und im Jahre 2008 sagte er, die Menschenwürde ist nicht abwägbar. Und er setzt noch einen drauf und sagt, sie ist auch nicht wegwägbar. Das bedeutet also, mit anderen Worten, legt er nochmal die Verfassung aus, wo drin steht, die Menschenwürde ist unantastbar. Und genau auf diese Frage, kann ich Menschenwürde abwägen, die Menschenwürde des einen gegen die Menschenwürde des anderen,
Das ist ja sicherlich einer dieser kaum lösbaren Konflikte, auf die wir heute Abend zu sprechen kommen. Da sagt der Papier, sie ist nicht ab- und auch nicht wegwägbar. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2006 hatte zum Gegenstand, dass der Gesetzgeber aus den Erfahrungen des 11. September in Deutschland ein Gesetz geschaffen hat, Luftsicherheitsgesetz, § 14 Absatz 3, wo Folgendes drin stand. Die unmittelbare Einwirkung mit Waffengewalt ist nur zulässig, wenn nach den Umständen davon auszugehen ist, dass das Luftfahrzeug gegen das Leben von Menschen eingesetzt werden soll und sie das einzige Mittel zur Abwehr dieser gegenwärtigen Gefahr ist. Das war rechtlich gesehen die Rechtsgrundlage für die Exekutive abzuschießen. Und da war die Frage, ist dieses Gesetz mit dem Grundgesetz vereinbar? Und das war der Gegenstand des Urteils damals vom Bundesverfassungsgericht. Wie hat das Verfassungsgericht entschieden? Sie haben den Tenor ja auch schon in dem kurzen Anspielfilm von Herrn Papier selbst gehört. Der Tenor war, die Ermächtigung der Streitmächte gemäß der Regelung und so weiter abzuschießen, ist mit dem Recht auf Leben nach Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit der Menschenwürdegarantie nicht vereinbar, soweit tatunbeteiligte Menschen betroffen werden. Und auf diese Differenzierung werden wir jetzt konkreter eingehen. Das Gericht unterscheidet einmal, wie ist zu bewerten, dass Personen, die das Flugzeug als Waffe missbrauchen, also die Terroristen, getötet werden. Fallgruppe, das Flugzeug wird nur von Terroristen geführt. Es ist also keine Passagiere und keine Flugbesatzung an Bord. Oder, was auch vorstellbar ist, das Flugzeug ist unbemannt und wird technisch vom Boden aus gesteuert. Es sind gar keine Personen an Bord. Und dann der Fall, dass auch tatunbeteiligte Menschen, also Passagiere und Flugbesatzung an Bord sind und dieses Flugzeug dann abgeschossen wird. Und das ist ja die wirklich spannende Fallgruppe. Und da werden zwei Grundsätze aufgestellt. Das Bundesverfassungsgericht sagt zum einen, es gibt ein Verrechnungsverbot. Man darf nicht Leben gegen Leben verrechnen, abwägen. Das ist der erste Punkt. Und der andere Punkt, nach der Beweisaufnahme und Vernehmung aller möglichen Sachverständigen in dem Verfahren, wo also auch die Luftwaffe sehr repräsentativ vertreten war, kam man zu dem Ergebnis, man kann aufgrund der Umstände eines solchen Renegade-Falles den Sachverhalt nicht mit der abschließenden Sicherheit klären, dass man wirklich weiß, das Flugzeug ist von Terroristen gekapert und wird wirklich auf beispielsweise ein Fußballstadion knallen. Es geht um die Menschenwürde. Die Menschenwürde ist, ist nicht irgendetwas, sondern ist die tragende Säule unserer Verfassung. Und dass die Menschenwürde geschützt ist, ist auch unabhängig von der voraussichtlichen Dauer des noch individuell zu bestehenden Lebens. Diese Formel spielt natürlich über die Terrorfälle hinaus eine Rolle. Wenn Sie sich gerade überlegen, die Gesellschaft wird immer älter. Die medizinischen Fähigkeiten wachsen. Ja? So, und dann kommen wir ganz schnell in diese Bereiche von Sterbehilfe. Was ist noch möglich? Was ist erlaubt? Und wo sind die rechtlichen, verfassungsrechtlichen, strafrechtlichen Grenzen? Der Anknüpfungspunkt für das Bundesverfassungsgericht jetzt bei der Menschenwürde weiter zu überlegen, ist der, den wir von Immanuel Kant am Anfang gehört haben und der auch aus der Aufklärung kommt, dass den Menschen wegen des Zweckes an sich ein Wert zukommt. Und zwar muss der Mensch immer ein Subjekt sein und bleiben. Er darf nie von Seiten des Staates zu einem bloßen Objekt herabgewürdigt werden. Und dafür ist ja ganz wesentlich, dass wir den Sachverhalt so klären können, dass man sagt, es ist unabweichbar. Das Flugzeug wird in das Olympiastadion fallen. Das Bundesverfassungsgericht sagt, die Umstände, das nicht erwarten, dass in dem Augenblick, in dem nach dieser gesetzlichen Grundlage über Abschuss entschieden wird, dass die wirklich die tatsächliche Lage immer voll überblickt und richtig einschätzen.
Und das Bundesverfassungsgericht verwendet einen relativ deutlichen Begriff. Sie sagt nämlich, jegliche Handlung des Staates auf einer solchen Sachverhaltsgrundlage ist rein spekulativ. Man kann nicht mit der erforderlichen Sicherheit sagen, wie die Situation in solchen Flugzeugen ist. Und auf Grundlage einer spekulativen Sachverhaltsanalyse den denkbar finalsten Eingriff als Staat zu machen, nämlich Menschen zu töten, sagt der Staat, sagt das Bundesverfassungsgericht, ist nicht mit der Menschenwürde und dem Grundrecht auf Leben vereinbar. Hier ein kleiner Exkurs, der ist also nicht Bestandteil des Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Und zwar der 11. September erinnert man sich meistens immer an die beiden Flugzeuge, die in das World Trade Center abgestürzt sind. Vielleicht auch noch an das dritte, das in den Pentagon gestürzt ist. Das vierte haben schon nicht mehr so viele vor Augen. Und zwar warum? Weil das nicht in ein spektakuläres Ziel gefallen ist. Das ist nämlich mitten auf einem Feld detoniert. Wo sollte es wahrscheinlich hin? Das ist jetzt spekulativ, aber da es das Ziel Washington hatte, ist so vielleicht Weißes Haus oder so gar nicht, oder das Kapitol nicht so unwahrscheinlich. Ne? Im Flugzeug hat die Besatzung mit den Passagieren gegen die Terroristen rebelliert, mit dem in Anführungsstrichen Erfolg, dass das Flugzeug eben auf dem Feld abgestürzt ist und nicht im avisierten Ziel Kapitol, Weißes Haus, was auch immer. Und das wird eben auch immer wieder vergessen, weil das ist ein Beispiel dafür, dass man eben nicht mit sehr an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen kann, das Flugzeug in dem Ferdinand von Schirach Fall wird in das vollbesetzte Olympiastadion fallen. Weiß man denn, dass die Leute im Flugzeug nicht regulieren? Und dann landet es eben auf der Autobahn oder wo auch immer, aber nicht im Stadion? Jetzt kommen ein paar Argumente, die im Verfahren vorgetragen wurden und auch in den Theaterstücken und in den Filmen auch vorgetragen wurde von verschiedenen Charakteren. Das erste Argument ist, derjenige, der als Besatzungsmitglied oder Passagier ein Flugzeug besteigt, willigt mutmaßlich sowieso in den Abschuss ein. Ja, Sie schmunzeln. Ja, das freut mich, weil ich finde es auch absurd. Das Bundesverfassungsgericht sagt, es ist eine lebensfremde Fiktion. Nächstes Argument ist, Besatzungsmitglied oder Passagier, die sind doch eh dem Tode geweiht. Das haben die denn eigentlich noch für Rechte? Schieße ich die lieber ab, ne, weil ich habe ja dann die anderen gerettet. Da sagt das Bundesverfassungsgericht, das menschliche Leben, die menschliche Würde genießen Schutz ohne Rücksicht auf die Dauer, wie lange ich überhaupt noch existiere. Und das ist eben ganz wichtig für die Fälle, die wir in der Zukunft haben werden, Palliativmedizin, Sterbehilfe und so weiter. Wollen wir allen Ernstes in eine Zukunft gehen, in der wir damit rechnen müssen, dass es unwirtschaftlich ist, uns am Leben zu halten und dass deswegen jemand anders die Beatmungsmaschine bekommt? Sehr beklemmendes Gefühl, oder? Nächstes Argument. Wer an Bord eines Flugzeuges in der Gewalt von Personen festgehalten wird, die das Flugzeug als Waffe verwenden, sei selbst Teil dieser Waffe und müsste sich als solche behandeln lassen. Das war allen Ernstes ein Argument im Gerichtsverfahren. Ja, wirklich harter Tobak. Bundesverfassungsgericht, können Sie insgesamt nachlesen, wichtig ist, man darf eben nicht zum reinen Objekt staatlichen Handels degradiert werden. Und genau dieses Argument offenbart doch eigentlich, dass man genau das vorhat. Ja, wenn ich sage, Sie sind nicht länger Rechtssubjekte, Menschen, sondern Sie sind Teil einer Waffe, damit mache ich ja genau das, was man nicht will, nämlich vom Subjektcharakter hin zu einer reinen Verdinglichung des Menschen. Argument, es besteht eine staatliche Schutzpflicht zugunsten derjenigen, die im Stadion sind. Was sagt das Bundesverfassungsgericht dazu? Die Wahl kann aber immer nur, also die Wahl zwischen Flugzeug retten oder Stadion retten, kann immer nur auf solche Mittel fallen, deren Einsatz mit der Verfassung in Einklang sind. Der Staat muss ja wieder diese Wahl treffen. Und bei allem, was der Staat macht, ist er an was gebunden? An die Grundrechte, an Menschenwürde und an das Recht auf Leben. Auch die in dem Flugzeug festgehaltenen Opfer eines Angriffs haben natürlich Anspruch auf den staatlichen Schutz. Also es ist nicht nur so, dass nur die im Stadion den Schutz auf Leben haben, sondern die im Flugzeug genauso. Nicht nur, dass ihnen der Schutz seitens des Staates verwehrt wird, wenn der Staat abschießt, im wahrsten Sinne, der Staat greift vielmehr sogar selbst in das Leben dieser Schutzlosen ein. Ein Fall ist die andere Fallgruppe, unbemanntes Flugzeug oder nur Terroristen. Da könnte man jetzt auch auf den Gedanken kommen, ja, darfst du denn die Terroristen abschießen, nehmen wir auch eine Menschenwürde.
Ist auch so, das Bundesverfassungsgericht sagt auch, Terroristen haben die Menschenwürde, aber wenn ich Rechtsgüter anderer rechtswidrig angreife und der Staat sich dagegen zur Wehr setzt, dann werde ich nicht zum bloßen Objekt staatlichen Handelns und damit nicht in meine Subjektqualität in Frage gestellt, sondern im Gegenteil, es entspricht im Gegenteil gerade der Subjektstellung der Terroristen, wenn ihnen die Folge ihres eigenen selbstbestimmenden Handelns treffen. Damit ist eben genau der Punkt, Terroristen, die sich entscheiden, ein Flugzeug zu kapern und als Waffe zu missbrauchen, wenn sie dann abgeschossen werden, wenn sie gerade nicht auf ein Objekt staatlichen Handelns degradiert, sondern es ist die pure Folge ihres eigenen selbstbestimmten Handelns, dass der Staat angreift. Und da kam dann die Frage auf. Bislang hat man das rechtlich bewertet und hat gesagt, es würde gegen die Menschenwürde verstoßen. So. Dann sagt man, na gut, wenn das die Rechtsauffassung ist, dann schaffe ich halt die Menschenwürde ab. Ändere ich das Grundgesetz und sage, Artikel 1 raus. Wenn er fehlt, fehlt dem Juristen die Rechtsgrundlage zu subsumieren, wer gut ist. So. Kann ich Artikel 1 des Grundgesetzes abschaffen? Nein. Es gibt in Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz die Ähnlichkeitsklausel. Und da steht was drin? Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch die irgendwas passiert, die in den Artikel 1 und was anderes niedergelegten Grundsätze berührt, ist unzulässig. Das heißt also, die Menschenwürde ist auch für den verfassungsändernden Gesetzgeber unantastbar. Ja, und das ist auch gut so. Was ist der Grund für den 79.3? Warum soll die Verfassung nicht dahingehend geändert werden können, dass man beispielsweise sagt, wir haben eine Mehrheit im Bundestag, schaffen wir doch die Menschenwürde ab. Warum soll das nicht sein? Und das rührt ganz massiv aus den geschichtlichen Erfahrungen der Weimarer Reichsverfassung. Deutschland hatte vor dem Grundgesetz nur eine einzige demokratisch gewählte Verfassung und die war in Zeiten der Weimarer Republik. Die war gut, die Verfassung, hatte aber einen massiven Nachteil, der ausgenutzt wurde, und zwar, dass die gesamte Substanz der Weimarer Reichsverfassung zur Disposition des Gesetzgebers stand. Das heißt, wenn sich Mehrheiten finden ließen zur Abschaffung bestimmter Regelungen aus der Verfassung, die gerade nicht passten, dann konnte die Verfassung entsprechend geändert werden. Und wozu hat das geführt? Zu den Ermächtigungsgesetzen und dann später zur Diktatur. Das war das Verfassungsrecht. Das war sicherlich der größte und schwierigste Brocken, aber unabdingbar dafür einordnen zu können, wie der Staat in Form eines Strafgerichtes jetzt urteilen würde. Als allererstes, was sagt das Bundesverfassungsgericht zu einer möglichen Strafbarkeit? In einem obiter Diktum sagt das Bundesverfassungsgericht Folgendes: Dabei ist hier nicht zu entscheiden, wie ein gleichwohl vorgenommener Abschuss und eine auf ihn bezogene Anordnung strafrechtlich zu beurteilen wäre. Die eine Seite, zum Beispiel in dieser Hart aber Fair-Sendung, vertreten durch Herrn Jung, ehemaliger Bundesverteidigungsminister, sagt, damit hat Herr Karlsruhe gesagt, strafrechtlich Freispruch. Kann ich daraus nicht lesen, ne? Andere sagen, daraus resultiert aus dem Spruch Beurteilung. Kann ich auch nicht auslösen. Da steht einfach drin, ich sag nichts, wie es strafrechtlich einzuordnen ist. Und zwar warum? Weil es gute Tradition des Bundesverfassungsgerichtes ist, sich aus der Fachrechtsprechung der Fachgerichte weitestgehend rauszuhalten. Der einfachste Punkt, strafrechtlich zu bewerten, ist der Tatbestand erfüllt, wenn der Major der Luftwaffe ein Flugzeug mit 164 Personen abschießt. Das ist ein Tötungsdelikt, 211 fortfolgend, StGB. Jetzt ist die Frage aber, war das auch rechtswidrig? Grundsätzlich ja, es sei denn, das Gesetz sieht Rechtfertigungsgründe vor.
Da gibt es ein paar und wir schauen mal, ob die greifen. Paragraph 32 ist die Notwehr. Wer in Notwehr handelt, handelt nicht rechtswidrig. Notwehr nach 32 StGB setzt aber was voraus, dass die Notwehr nur Eingriffe rechtfertigen Rechtsgüter des Angreifers. Das würde also hier bedeuten, dass nur in die Rechte der Flugzeugentführer eingegriffen wird. Wer ist aber blöderweise auch noch im Flugzeug? Passagiere und Besatzung. Das heißt also, da schaltet der 32 aus. § 34 Strafgesetzbuch. Der hat als Wortlaut, wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, bislang passt das eigentlich alles, ne? Handelt nicht rechtswidrig, wenn bei, jetzt kommt der entscheidende Punkt, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter, nämlich Abwägung, Rechtsgüter 70.000 im Stadion oder Rechtsgut, Leib und Leben von 164 im Stadion, im Flugzeug, und des Grades der von ihm betroffenen Gefahren, das geschützte Interesse, die 70.000 Leben im Stadion, das beeinträchtigte 164 Leben im Flugzeug, wesentlich überwiegt. So. Und da stellt das Strafrecht also die Frage, ist das Leben von 70.000 mehr wert als das Leben von 164 im Flugzeug. Und jetzt muss der Staat in Form des Strafgerichtes was machen, sich an Grundrechte halten. Und da gibt es den Grundsatz, Leben gegen Leben geht nicht. Ich kann nicht Leben gegen Leben abwägen. Das sagt auch, das ist die ganz herrschende Meinung in der Strafrechtsrechtsprechung und auch in der Literatur, in dem Trondel Fischer, das ist so der gängigste Kommentar dazu. Das Lebensrecht ist keiner saldierenden Betrachtung zugänglich, da es nur individuelle, keine kollektiven Menschenrechte gibt. Steht Leben gegen Leben, so scheidet daher, auch wenn bei Aufopferung eines Menschen mehrere andere gerettet werden können, das Überwiegen des einen Interesses aus. Also ganz deutlich, rechtfertigender Notstand geht auch nicht. Da kann man sich jetzt fragen, die Besonderheit, dass das ja im Militärischen passiert ist, dass der Major der Luftwaffe, der letzten Endes den Knopf drückt, dass die Rakete das Flugzeug zerstört, handelt ja eventuell auf Grundlage eines Befehls. Und da ist es so, dass man sich fragen kann, ist vielleicht dieser Befehl ein Rechtfertigungsgrund für den Soldaten, für den Major. Und grundsätzlich können Befehle von Vorgesetzten Rechtfertigungsgründe sein. Voraussetzung, der Befehl ist was? Rechtmäßig. Nur rechtmäßige Befehle können Rechtfertigungsgründe sein. Und daran fehlt es hier. So, das heißt also, Tatbestand ist erfüllt, Rechtswidrigkeit auch. Jetzt ist die Frage Schuld. Da gibt es vielleicht einen entschuldigenden Notstand. § 35 Strafgesetzbuch. Wer besagt was? Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib eine rechtswidrige Tat begeht, soweit können wir noch sagen, passt, um die Gefahr von sich abzuwenden, sitzt der Pilot im Flugzeug, das er abschießt? Nein. Von einem Angehörigen? Vielleicht ist ein Angehöriger drin, aber unwahrscheinlich. Oder einer anderen ihm nahestehenden Person? Der wahrscheinlichste Fall ist, dass er die 164 gar nicht kennt. Wenn er auf dieser Nähebeziehung handeln würde, dann wäre er entschuldigt. Diese erforderliche Nähebeziehung fehlt aber, denke ich mal, in der lebensnahen Interpretation. So, das heißt also, auch der 35 greift nicht. Und jetzt gibt es einen Punkt, der für die Strafrechtler sehr bedeutsam ist und das nicht erst seit den Sachfällen, sondern eben schon seit geraumer Zeit. Und das ist die Frage, gibt es einen sogenannten übergesetzlichen Notstand? Das ist ein Notstand, der genau für solche Dilemmata-Fälle konstruiert sind. Der ist aber was?
gesetzlich nicht geregelt. Deswegen hast du übergesetzlich am Rechtsstaat. Wird manchmal schuldausschließende Pflichtenkollision genannt. Und spielt eben seit vielen, vielen Jahren, sogar eigentlich schon bis zurück in die griechische Philosophie hinein eigentlich eine Rolle. Und auch der sogenannte Weichenstellerfall wird auch diskutiert. Und den habe ich Ihnen mal mitgebracht, dass Sie mal sehen, was losgelöst von dem Terrorfall eben andere Sachverhalte sind, die genau die gleichen Fragen aufwerfen. Wegen falscher Weichenstellung droht ein Güterzug auf einen vollbesetzten stehenden Personenzug zu fahren. Der Weichensteller, der die Gefahr erkennt, leitet den Güterzug auf ein Nebengleis um. Dort befindet sich eine kleinere Gruppe von Gleisarbeitern, die durch den heranrasenden Güterzug zu Tode kommen. Potenzielle Zukunftsfragen. Wir beschäftigen uns doch alle mit Fragen der Industrie 4.0. Und zum Beispiel mit den Themen autonomes Fahren. Sie fahren in einem autonomen Fahrzeug auf einer einspurigen Straße. Rechts und links nur Mauer. Vor Ihnen auf der Straße gehen drei Fußgänger bei Rot über die Straße. Was für einen Algorithmus soll das Auto haben, mit dem Sie fahren? Soll das Auto programmiert sein, dass es gegen die Mauer fährt, mit dem Ergebnis, Sie sterben, also ein Toter? Oder soll es so programmiert sein, dass es schön auf die Gruppe, die sich rechtswidrig über Rot über die Straße gehen, dann drauf fällt und die drei rechtswidrig Handelnden muss man dann glauben. Was wollen Sie für ein Auto haben? Da gibt es eine sehr interessante Studie der University of California. Die Mehrheit der Befragten dieser Studie sagten, möglichst alle anderen Verkehrsteilnehmer sollen sich irgendwie so verhalten, dass es irgendwie utilitaristisches Ergebnis hat. Das heißt also, dass es danach irgendwie weitergeht. Also das sind so Fälle wie, Sie fahren, Sie haben jetzt die Möglichkeit, wie würden Sie sich entscheiden, über drei alte Rentner fahren oder über drei Frauen, schwangere Frauen mit auch noch Kinderwagen. So, da wird gesagt, kommen die Rentner weg, weil die anderen, ne? Zukunft, ne? Kinder im Kinderwagen und auch noch im Bauch, das heißt also, es geht weiter. Ja, so haben sich die meisten entschieden. Ja. Jetzt aber, wenn gefragt wird, in welchem Auto möchten Sie denn selbst sitzen? Da wird es genau andersrum gesagt. Der wird gesagt, also bitteschön, halt drauf, Hauptsache ich überlebe. Wir brauchen Richtschnur, woran wir uns halten können in solchen Entscheidungen. Und diese Richtschnuren haben wir schon und haben wir uns selbst gegeben in Form der Verfassung, die immer gilt. Unabhängig von der jeweils persönlich, zeitlich, örtlich geprägten Moral. Und sie sagt eben sehr schön, dass Recht und Moral nicht unbedingt was gemeinsam haben muss. Und vielleicht ist eine rechtliche, auf unserer Verfassung ruhende Entscheidung besser zu ertragen, als eine moralische, die vielleicht von Person zu Person ganz unterschiedlich ausfällt, weil Moral was Subjektives ist, was individuell ist. Deswegen, die Voraussetzungen, die die Literatur aufstellt für den übergesetzlichen Notstand, sind diese hier. Aber wichtig ist, die Rechtsprechung erkennt sie nicht an. Es gibt meines Erachtens bislang nur das Oberlandesgericht Hamm, das den übergesetzlichen Notstand anerkennt, aber der Bundesgerichtshof als das maßgeblich oberste Gericht auch in Strafsachen sagt, das gibt es nicht. Wohl auch mit gutem Grund. Der übergesetzliche Notstand kann auch gar nicht greifen, da nämlich ansonsten das Strafgericht was machen würde. Wenn das Strafgericht sagen würde, der Pilot ist straflos, würde das Gericht als Staat was machen? Die Menschenwürde nicht beachten. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Sodass wir jetzt erstmal zu dem Ergebnis kommen,
Er hat einen Tatbestand erfüllt, er handelt rechtswidrig und er handelt schuldhaft, das heißt, Strafbarkeit plus. Er muss verurteilt werden. Jetzt sind wir uns aber doch alle sicherlich einig, dass da ein Unterschied besteht zwischen einem Major, der in dieser schier ausweglosen Dilemmalage sich befindet, und einem normalen Mörder, der einfach mit purer Mordlust oder was auch immer jemand tötet. So, dass es also doch einen auch rechtlich begründeten Unterschied geben muss, weil man doch ansonsten woran zweifelt, an der Rechtsordnung. Es muss doch irgendeinen Unterschied geben. Und das ist jetzt mein persönlicher Vorschlag, also wie alles, was ich bislang gemacht habe, ist die objektive Rechtslage, da ist nichts Persönliches von mir drin. Was jetzt kommt, ist mein Vorschlag eines persönlichen Fazits. Ich finde, damit der Staat sich nicht erpressbar macht, aber trotzdem seinen rechtsstaatlichen Prinzipien an der Verfassung treu bleibt, muss er den Major verurteilen. Da geht kein Weg mehr voran. Aber er muss einen Unterschied machen zwischen diesem Major, der sowieso seines Lebens nicht mehr froh wird, und anderen, die eben aus ganz bestimmten niedrigen Beweggründen an Menschen den beenden. Und das kann das Strafgericht nie machen, eine Strafzumessung. Das Strafgericht kann sagen, du hast dich eines Totschlags in 164 Fällen strafbar gemacht. Das Strafmaß ist theoretisch lebenslänglich bis 15 Jahre. Dann würde der Major genauso behandelt werden wie jeder gemeingefährliche Mörder. Oder das Strafgericht sagt was? Ich nutze die Möglichkeit nach 49 Strafgesetzbuch bei der Strafzumessung strafmildernde Umstände zu berücksichtigen. Und wenn es einer verdient hat, strafmildernde Umstände zu bekommen, dann ist es dieser arme Kerl im Cockpit des Flugzeuges, weil er wird sowieso seines Lebens nicht mehr froh. Egal wie er sich entscheidet. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie so lange, das war jetzt etwas über eine Stunde, bei diesem doch relativ schwierigen Thema so gut bei der Stange geblieben sind und sich auch zum Schluss bei der Abstimmung beteiligt haben. Ich freue mich jetzt auf eine sehr intensive und auch gerne sehr emotionale und hitzige Diskussion, weil sie genau das dann zeigt, was ich eigentlich mit dem Vortrag bewirken möchte, dass sich jeder eine eigene Meinung zu diesem Thema bildet und mit einer Meinung auch aus diesem Raum geht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.